Mein Name ist Thomas Heinemann und ich freue mich sehr, dass Lola auf der Erbse auf dem Münchner Filmfest läuft. Lola auf der Erbse, das klingt erstmal ein bisschen komisch, hat nichts mit der Prinzessin zu tun, sondern mit einem Hausboot. Dieses Hausboot heißt Erbse und auf diesem Hausboot namens Erbse lebt die Lola. In einer wunderschönen, idyllischen Gegend, könnte also alles wunderbar sein, ist es aber nicht. Lolas Papa ist weg. Und sie hat große Probleme und dann taucht ein geheimnisvoller Junge auf, der hat noch viel, viel größere Probleme.